Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Xiaoxi, eine Chinesin, die seit 3,5 Jahren in Deutschland wohnt. Es ist schon fast wieder 2 Monate hier, seit ich mein letztes Video hochgeladen habe. Aber vielen Dank, dass manche von euch trotzdem mir geschrieben haben, dass ihr auf ein neues Video wartet. Jetzt bin ich wieder da. Ganz oft, wenn ich jemand sage, dass ich aus China komme, kommt eine Frage. Bist du Einzelkind? Ja, ich meine, ich habe noch einen Bruder, Fabian, aber der ist ein Hund. Aber ist das schlimm für mich? Ich erzähle euch heute meine Erfahrung bzw. wie die Situation bei uns war. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut gerne weiter. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch gerne tun. Bevor wir heute mit unserem Thema anfangen, muss ich nochmal sagen, dass was ich heute in diesem Video sage, auf meine eigene Erfahrung basiert und nichts mit Politik zu tun hat. Und diese Einzelkindergeneration schon sowieso vorbei ist. Wie ihr bestimmt schon wisst, bin ich im Jahr 1996 in Zhejiang in China geboren. Ich bin das erste Kind und auch das letzte Kind von meinen Eltern. Weil diese Einzelkindermaßnahme schon im Jahr 1982 angefangen hat, war das im Jahr 1996 nicht mehr etwas wirklich Neues. In meiner ganzen Kinderzeit waren fast alle Leute in meiner Generation Einzelkinder. Egal, ob die ein bisschen älter als ich oder jünger als ich waren. Da ich in einer eher kleinen Stadt aufgewachsen bin, hatten wir auch kaum Informationen darüber, wie es in anderen Ländern lief. Deswegen wusste ich auch nicht, dass Einzelkinder zu sein etwas Besonderes ist. Wir haben auch aus Lehrbüchern gelernt, dass unsere Mütter nach der Geburt des Babys eine Spirale eingesetzt bekommen haben, damit sie kein zweites Kind bekommen. Aber später wird dieses Verfahren auch auf chinesischen Websites und Social Media kritisiert. Und heutzutage würden die meisten Frauen, die damals diese Behandlung unterzogen würden, die Spirale schon wieder entfernt. Eine Ausnahme bei uns war, dass wenn die Eltern Landwirte sind und das erste Kind ein Mädchen war, es war erlaubt, das zweite Kind zu bekommen. Ein paar meiner Freundinnen kommen aus solchen Familien, aber die Geschichten waren nicht so toll. Entweder bevorzugten die Eltern das zweite Kind, wenn es ein Junge war, oder die zwei Mädels sind irgendwie in Konkurrenz. Deswegen fand ich gar nicht schade, ein Einzelkind zu sein. Ich freute mich damals sogar, dass ich keine Konkurrenz von einem Geschwisterkind bekomme. Wahrscheinlich, weil wir alle Einzelkinder waren, haben wir immer eine sehr enge Beziehung zu unseren Cousinen, Freunden oder sogar Nachbarn, wenn wir ungefähr gleich alt waren. Wenn wir zum Beispiel über unsere Cousine reden, sagen wir auch mein Bruder oder meine Schwester statt mein Cousin. Obwohl Cousin, Cousine, Bruder, Schwester auf Chinesisch auch verschiedene Wörter sind. Als ich ungefähr 17, 18 Jahre alt war, startete langsam ein Plan, dass wenn eins der Elternteile selbst Einzelkind ist, es erlaubt ist, zwei Kinder zu haben, auch wenn man nicht Landwirt ist. Danach folgte die Erlaubnis für zwei Kinder ohne Beschränkungen. Da merkte ich langsam, okay, wahrscheinlich ist Einzelkind zu sein doch nicht so toll. Aber wann ich diesen Punkt wirklich gemerkt und darüber nachgedacht war, als ich nach Deutschland kam. Hier habe ich so viele Familien mit mehreren Kindern gesehen und so viele Leute haben mich auf das Thema Einzelkind sein in China angesprochen. Hätte ich die Situation in Deutschland nicht erlebt, hätte ich mich auch gewundert, warum das Thema Einzelkind ein interkulturelles Thema ist und warum die Leute sich überhaupt dafür interessieren. Wenn ihr also Menschen ungefähr in meinem Alter zum Thema Einzelkinder fragt, der aus China nach Deutschland gekommen ist, dann bekommt ihr wahrscheinlich keine große Reaktion. Was finde ich denn schade als Einzelkind? Zuerst trage ich so viele Wünsche und Hoffnungen von meinen Eltern. Ich sollte erfolgreich werden und möglichst perfekt sein. Ich sollte gute Noten haben und herausragende Leistungen in allen möglichen Bereichen bringen. Zweitens, seit ich angefangen habe, in anderen Städten oder in anderen Ländern zu studieren und zu arbeiten, ich habe immer das Schuldgefühl, dass ich nicht bei meinen Eltern sein kann. Aber ich habe auch schon fast vor 10 Jahren angefangen, meine Eltern zu fragen, ob sie noch ein Kind wollen, ob sie haben immer Nein gesagt.
Sie finden, dass die Erziehung eines Kindes zu viel Zeit und Geld kostet und würden die Erfahrung nicht wiederholen. Bald in China gibt es fast keine Beschränkungen mehr und man kann 3 Kinder bekommen. Manche meiner Cousinen oder Freunde sind auch schon Eltern geworden. Die meisten würden jedoch auf keinen Fall 2 Kinder oder mehr als 2 Kinder bekommen. Aus ähnlichen Gründen wie meine Eltern genannt haben. Es kostet sehr viel Geld und Zeit und man ist schon im Vorstress wegen Arbeiten und eigenem Leben. Oder mit einem Kind. Deswegen denken wahrscheinlich manche von euch, dass in China immer nur noch ein Kind erlaubt ist. Aber eigentlich wollen die Leute einfach nicht mehrere Kinder. Ich hoffe, dass das Video ein bisschen die Einzelkindergeschichte in China erklärt hat und ihr ein bisschen besser versteht, dass wie das Gefühl als Einzelkind in China ist. Liked gerne dieses Video, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Falls ihr meinen Kanal noch nie abonniert habt, könnt ihr das auch tun. Interessierst du dich für ein Thema über China, über mich selbst oder über Chinesen in Deutschland? Dann schreibt gerne einen Kommentar. Für mehr Kursvideos und mein tägliches Leben könnt ihr mir auch gerne auf TikTok und Instagram folgen.